Hallo und herzlich willkommen im Botanischen Garten der Universität Wien. Ich heiße Lukas, ich bin hier von der Grünen Schule und in diesem Video zeige ich euch, wie Pflanzen ihre Farbe verändern können und wie ihr das auch zu Hause nachmachen könnt. Die Frühlingsblatterze, eine heimische Pflanze, ist so eine Pflanze, die ihre Blütenfarbe verändert. Sie startet mit pinken Blüten und die alten Blüten sind blau-violett. Die Farbe der Blüten ist ein Signal für die Bestäuber, wie zum Beispiel Hummeln oder Bienen. Bei den jungen pinken Blüten gibt es noch Nektar zu holen und die Blüten können bestäubt werden. Die violett-blauen Blüten sind bereits bestäubt und die Bienen und Hummeln müssen dort nicht mehr hingehen. Wir machen diese Farbveränderung hier mit den Blättern des Rotkrauts oder Blaukrauts nach. Da sind dieselben Farbstoffe drinnen wie in den Blüten der Frühlingsblatterze. Wir haben daraus einen Saft gekocht und ihn dann mit unterschiedlichen Lösungen versetzt. Dreimal mit etwas Saurem, wie zum Beispiel Zitrone, und dreimal mit etwas Basischem, wie Seifenlauge. In der Grünen Schule haben wir 6 Speziallösungen, mit denen wir die Farbe des Pflanzensafts verändern. Jetzt gießen wir den Pflanzensaft dazu. Was können wir hier jetzt beobachten? Der Pflanzensaft verändert seine Farbe im stark sauren zu rot-pink, geht dann über pink zu violett. Im basischen starten wir mit grün und gehen dann zu einer gelben Farbe. Dasselbe passiert jetzt in den Blüten. Der Pflanzensaft verändert seine Farbe von bei den jungen Blüten einem rot-pink-Ton mit stark sauer hin zu wenig sauer oder gar basisch bei einem blau. Ihr könnt auch zu Hause, ohne diese Speziallösungen, den Pflanzensaft verfärben. Was braucht ihr dafür? Rotkraut und verschiedene Haushaltschemikalien. Das wären Essigessenz, Zitronensaft, Essig, Backnatron oder Kaisernatron, Kristallsoda und einen Abflussreiniger. Dabei ist wichtig, dass er kein Chlor enthält und mit Natriumhydroxid aufgebaut ist. Außerdem braucht ihr 6 Gläser oder Plastikbecher und ganz wichtig, eine Schutzbrille. Die Haushaltsmittel müsst ihr vor dem Verwenden mit Leitungswasser verdünnen. Wie ihr das macht, steht in der Anleitung. Nun gießt ihr zu euren verdünnten Haushaltsmitteln den Pflanzensaft. Ihr seht, der Pflanzensaft verfärbt sich mit den Haushaltsmitteln genauso wie mit den Speziallösungen. Bei der stark sauren Essigessenz haben wir Rot. Wenn wir weniger sauer werden, Zitronensaft, und noch weniger sauer Essig, kommen wir zu einem Pink. In den basischen Lösungen haben wir hier bei unserem Natron ein Blau, bei unserem Waschsoda zu einem Grün und beim ganz stark basischen Abflussreiniger ein Gelb. Der Versuch zeigt uns, wie eine Pflanze seine Farbe verändern kann. Ist der Pflanzensaft in den Blüten sauer, dann sind sie rot oder pink. Wird er basisch, verändert sich die Farbe ins Blaue. Wenn ihr draußen in der Natur seid, haltet einmal Ausschau nach solchen Farben. Aber jetzt wünschen wir viel Spaß beim Ausprobieren zu Hause.